Hallihallo, Löhle, und herzlich willkommen zu diesem Herrscher-Herrscher-Überkampf. Hallihallo, Löhle, und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hierher verirrt hast. Falls du es brummen hörst, hier ist eine Katze. Ich glaube, der Kater denkt sich, wenn ich schon auf der Couch sitze, dann darf ich auch zum Kuscheln kommen. Deswegen kann es sein, dass du jetzt hier regelmäßig was schnurren hörst und vor allem hier was siehst. Wir haben die 200 Abos geknackt und anlässlich dessen habe ich mir gedacht, mache ich mal ein Q&A, weil doch einige hier neu dazugekommen sind und es sich eben auch auf Instagram gewünscht habe. Fun Fact am Rande, genau an diesem Zeitpunkt haben Schüler von meiner Schule, liebe Grüße an die Paula, gehen raus, herausgefunden, dass ich einen YouTube- und Instagram-Kanal hatte. Und dann hat es eben nicht lange gedauert, bis auch an. Also eine Klasse hat es rausgefunden. Und naja, wie es so ist, da gibt es Geschwisterkinder. Und dann spielt der Algorithmus ja auch relativ schnell deutlich seine Wege aus, Funktionen aus. Naja, ihr wisst, was ich meine. Weswegen ich auf Instagram, glaube ich, fast 100 Follower dazu gewonnen habe. Also 100 sind es, glaube ich, nicht, aber um die 80. Auf YouTube nicht so stark. 287, ich glaube, wir waren irgendwo bei 200 eigentlich. Also es sind gut welche dazugekommen. Weswegen ich dann die Q&A-Frage nochmal reingestellt habe, sodass ich jetzt zweimal Fragesticker hier gesammelt habe und die heute mit euch so ein bisschen thematisieren möchte. Und ich fange jetzt auch einfach simpel an. Habe jetzt mich dagegen entschieden, wie man sieht, mich dabei zu schminken, sondern mache jetzt hier wirklich einfach nur Q&A. Und die Person, die mir quasi diese Idee zum Q&A gegeben hat, war Stephanie, Steffi, ich hoffe, so kann ich deinen Namen sage, also ich sage ja nicht deinen Kanal, die hat mich ganz viel zum Lehrerberuf gefragt. Wir haben auch, glaube ich, schon mal geschrieben und du hast so ein bisschen erzählt, dass du, glaube ich, auf Französisch und noch irgendwas studierst. Deswegen fangen wir jetzt mal so mit ein paar Fragen rund um den Lehrerberuf an. Ich switche dann auch immer mal zu meinen Schülerfragen, weil ich glaube, da waren auch so ein, zwei Fragen rund um den Lehrerberuf. Ist der Lehrerberuf hart? Ja. Also Leute, wer halt auf die in der Gesellschaft weit verbreitete Annahme, dass Lehrer ja gefühlt irgendwie 90 Tage Ferien im Jahr haben und ein total entspanntes Leben haben, wer das immer noch glaubt, der lebt halt auch hinterm Mond. Man muss es halt einfach mal so klar sagen. Ich habe sehr viele Ferientage, aber ich korrigiere auch sehr viel in den Ferientagen. Die einzigen Ferien, das sage ich meinen Schülern tatsächlich auch immer regelmäßig, wo ich wirklich nichts zu tun habe, sind die Sommerferien. Also da nehme ich so die erste Woche, um hier so ein bisschen Ordnung zu schaffen, das Schuljahr wirklich abzuschließen. Die letzte Woche gehen ja dann die Präsenztage schon wieder los. Da sind wir Lehrer schon in der Schule, aber die Schüler noch nicht. Da wird alles vorbereitet. Gibt es ganz viele Konferenzen und sowas. Und dann fängt man natürlich auch schon an, das Schuljahr zu planen, weil man dann schon grob weiß, welche Lerngruppen man hat und so weiter. Also welche Klassen und Kurse. Alle anderen Ferien. Und ich rede jetzt natürlich primär eher von einem Lehrer an der weiterführenden Schule. Ich habe ein bisschen die Erfahrung auch an der Grundschule gesammelt, aber alle anderen Ferien sind mit Arbeit gefüllt. Ja, nicht so voll, dass man sagt, ich habe eine ganz normale 40-Stunden-Woche, aber ich habe auch in der Regel keine 40-Stunden-Woche, sondern in so einer Phase wie jetzt, wo jetzt Klassenarbeiten, Tests, Klausuren geschrieben werden, habe ich dann halt eher eine 60-Stunden-Woche. Ich habe letztens erst mit einem Schüler gescherzt, der fragte, ja, wann gehen Sie denn vom Schreibtisch weg? Sage ich, naja, ab 17, 18 Uhr findest du mich ja meistens hier in der Schule. Und nach November oder ab November findest du mich dann halt bis 23 Uhr hier in der Schule, weil ich so viel zu korrigieren habe. Also das ist das eine. Wir arbeiten sehr viel natürlich nachmittags und auch am Wochenende. Ich versuche mir tatsächlich die Wochenenden möglichst frei zu schaufeln. Dafür arbeite ich dann halt unter der Woche tatsächlich mehr. Und dann bin ich halt bis 17, 18, manchmal auch 19 oder 20 Uhr in der Schule, je nach Zeit. Das muss man auch differenzieren, ne? Also ich bin nicht jede Woche bis 19 Uhr in der Schule, sondern es gibt Wochen, da bin ich bis 16 Uhr in der Schule. Und vielleicht im Alltag bis 17 Uhr und es gibt Wochen, da bin ich bis 19 Uhr in der Schule, weil ich so viel zu tun habe. Ich bin aber auch ein Mensch, ich arbeite halt viel in der Schule und versuche möglichst wenig mit nach Hause zu nehmen. Genau, das vielleicht erstmal dazu. Welche Fächer hast du studiert bzw. unterrichtest du? Ich habe Geschichte studiert und Philosophie. Das gibt es bei mir in der Schule gerade nicht als separates Unterrichtsfach Philosophie, sondern in der Sek 1, also in der 7. bis zur 10. Klasse, denn
ich unterrichte in Brandenburg, da geht quasi die Sek 1 in der 7. Klasse los, die weiterführende Schule. Ich unterrichte in der Sek 1, also von der 7. bis zur 10. Klasse, LER. Das ist Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde. In Berlin zum Beispiel, was ja unser Nachbarbundesland ist und auch an dem wir sehr nah dran sind, heißt es einfach nur Ethik. Und das ist quasi so ein bisschen Philosophie in Kleinform. Und Philosophie wäre dann die Oberstufe. Ja, und Geschichte kennt jeder. Das, glaube ich, muss man nicht genau sagen. Würdest du den Beruf empfehlen? Ja und nein, denn wenn ihr den Beruf macht, weil ihr denkt, ihr habt viele Ferientage, dann ist er nichts für euch. Er ist super stressig. Wir kommen gleich auf die nächste Frage darauf noch zu sprechen. Aber wenn du gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeitest, wenn dich dieses pädagogische Konzept interessiert, wenn du diese Herausforderungen und auch diese Unbekannten gerne magst und halt gerne Leuten was beibringst, dann ist der Beruf auf jeden Fall das Richtige. Wenn du bei mehreren Fragen jetzt schon Nein gesagt hast, dann definitiv nicht, denn du bist halt alleine vor 28 Schülern, je nach Schulform können es auch mal 32 sein. In Berlin waren die Klassen bis zu 32, 33 gefüllt. Und dementsprechend musst du dich halt auch entsprechend natürlich zeigen. Und du bist halt Einzelkämpfer im Unterricht, um es mal so zu formulieren, was halt immer ein bisschen schade ist. Ja, du bist der Einzelkämpfer vor 32 oder 28 Schülern und musst dich als solchen auch eben entsprechend beweisen, dir Respekt verbuchen können. Und gerade so in der Pubertät, 8., 9., manchmal auch noch 10. Klasse, ist das wahrscheinlich gar nicht so einfach. Was heißt wahrscheinlich? Es ist nicht so einfach. Ich habe Klassen, die haben mich wirklich an den Rand der Verzweiflung getrieben, weil die auch mit Absicht mir wirklich den Unterricht kaputt gemacht haben. Ich habe auch ganz tolle Klassen, ne? Liebe Grüße gehen raus. Aktuell habe ich keine Klasse, die mich richtig an die Verzweiflung bringt. Ich habe viele Klassen, die mich ein bisschen nerven, weil sie unruhig sind und all das. Aber das hatte ich an meiner alten Schule. Da hatte ich wirklich eine Klasse, die haben mir jede Stunde, so 5, 6 Jungs leider, das Leben zur Hölle gemacht, weil sie Spaß daran hatten, mir den Unterricht kaputt zu machen. Und wie sieht der Alltag vom Lehrer aus? Ich habe gerade schon so ein bisschen was erzählt. Grundsätzlich hast du eine 5-Tage-Woche, je nachdem, ob du voll arbeitest oder nicht. Aber bei uns selbst die Kolleginnen, die nicht voll arbeiten, sind meistens trotzdem 5 Tage da. Deine Regelzeit ist natürlich eben, das sind 25 Stunden in Brandenburg, die man im Unterricht gibt. Das klingt jetzt immer super wenig. Man denkt, ja, musst nur 15 Stunden, hast ja quasi weniger. Aber ich habe euch ja gerade schon erklärt, man muss sehr viel korrigieren. Und ich gebe auch gerne nochmal so ein bisschen Zeitorientierung. Meine 13er schreiben jetzt bald Klausur. Die schreiben 210 Minuten. Und dafür brauche ich dann etwa 3 Stunden Korrekturzeit pro Klausur. Und ich habe 19 Klausuren. So, wer jetzt Mathe ein bisschen grundlegend rechnen kann, weiß, dass das viel Zeit ist, die ich da jetzt investieren muss. Und das sind 20 oder 19 von fast 90 Klausuren, die ich habe. Ja? Die anderen, da brauche ich in einer 90-Minuten-Klausur, bin ich so bei 30 bis 45 Minuten und bei einer 135-Minuten-Klausur brauche ich so eine Stunde, anderthalb. Sassi aus dem Schnitt hier. Ich habe mir natürlich den Spaß gemacht und das mal ausgerechnet. Ich habe jetzt mit den 3 Stunden für die Vorabi-Klausuren gerechnet. 135 Minuten habe ich jetzt mit einer Stunde gerechnet. Gering, aber machbar. Und 30 Minuten für eine 90-Minuten-Klausur. Auch das ist eher ein Durchschnittswert. Ich brauche für manche Klausuren deutlich länger. Ich komme auf eine Zahl von 68,8 Stunden, die ich wahrscheinlich nur für diese Korrekturen benötige. Und wohlgemerkt, das sind nicht mal ansatzweise alle. Ich schreibe in jeder Klasse in der Sek 1 mindestens einen Test pro Halbjahr. Das heißt, da brauche ich für einen ganzen Test vielleicht so 2 Stunden, die auch noch dazu kommen. Für alle aber, ne, jeder Klassensatz. Wenn wir das runterrechnen, diese knapp 70 Stunden für die Klausuren, die sind knapp 90, die ich habe, sind das fast, also 8,5 Werktage, wenn ich jetzt von 8 Stunden Werktag ausrechne. Das heißt, ich bräuchte zusätzlich zu meinen normalen Arbeitstagen eigentlich noch 8 Arbeitstage, um das rauszuholen. Das geht natürlich nicht. Ich habe regulär Unterricht und das ist der Punkt, was ich meine. Wir müssen dann in den Ferien korrigieren. Wir müssen am Wochenende korrigieren. Wir müssen zwischen den Weihnachtsferien korrigieren. Ich werde definitiv in den Weihnachtsferien wahrscheinlich korrigieren, weil ich nicht alles fertig habe und ich möchte im Januar wirklich dann alles weg haben, und zwar bevor der Januar losgeht. Und das ist das, was keiner sieht, weil das mache ich halt hinter verschlossenen Türchen. Ich hoffe, das hilft so ein bisschen, das Bild des Lehrers mal entsprechend rauszurechnen und ein bisschen uns mehr Anerkennung zu geben. Wenn man das alleine hochrechnet, weiß man, wo die restlichen 15 Stunden hingehen und warum es oft nicht nur 15 Stunden pro Woche sind. Also der Alltag besteht natürlich aus dem Kerngeschäft des Unterrichts, 25 Stunden in Brandenburg, in Berlin sind es glaube ich 26 und je nachdem, wo man ist, sind es 1-2 Stunden mehr oder weniger, aber ich glaube so um die 24 bis
28 Stunden ist so das Regel. An der Grundschule arbeitet man meistens mehr als an einer weiterführenden Schule. Während des Alltags des Unterrichtes hast du natürlich auch Pausenaufsichten, du hast auch Freistunden, wo du Vertretung machen musst. Das sind so die Kernzeit, ja, also sagen wir jetzt mal so von 8 bis 17 Uhr, von 8 bis 15 Uhr oder 16 Uhr, je nachdem, wie lange man Unterricht hat. Und dann ist der Nachmittag bis in Abend von Korrektur, von Vorbereitung, Nachbereitung des Unterrichts, von Elterngesprächen, Elterntelefonaten, Elternkonferenzen, Notenkonferenzen, Ausflugsplanung, organisatorischen Dingen gezeichnet. Natürlich nicht alles in einer Woche, keine Frage, das verteilt sich. Und zu bestimmten Zeiten ist das eine einfach viel mehr Zeit ein als das andere. Aber grundsätzlich sind das so die Nachmittagssachen. Um das mal so ein bisschen prozentual einzurechnen, ich würde sagen, 30-40% ist so ein bisschen mein Unterricht. 30-40%, also sagen wir mal so grob um die 40%, ist Vorbereitung, Nachbereitung, Klausuren und so weiter. Und die restlichen 20-30% sind diese unterrichtsfernen Dinge, die sich eben sowas wie organisatorisches, Organisation von Klassenfahrten, Wandertagen, irgendwelche Statistiken, obwohl das bei uns in der Schule schon sehr ausgelagert ist, Fehlzeiten, E-Mails und so weiter, also all das, was nicht im Kern etwas mit dem Unterricht zu tun hat, was quasi eher so sekundär mit dem Unterricht zu tun hat. Ja, und gerade dieser letzte Teil, der hat immens zugenommen, da gibt es Studien zu, war ich vor ein paar Jahren bei einer Auswertung dazu, dass dieser Teil vor, ich glaube, 20, 30 Jahren betrug der nur 10%. Und jetzt ist er halt auf das fast Dreifache angestiegen, je nachdem, wie es so ist. Also, ja. Und wie gesagt, man arbeitet teilweise auch bis spät in den Abend rein, gerade wenn man Familie hat. Ich weiß von vielen Kollegen, die dann halt sagen, okay, ich kann mich dann nicht direkt nachmittags an den Schreibtisch setzen, sondern ich hole dann erstmal mein Kind ab. Und erst wenn das Kind dann schläft um, weiß ich nicht, 20, 21 Uhr, kann ich an den Schreibtisch. Und dann arbeitet man nochmal bis 23, 24 Uhr, geht ins Bett und steht am nächsten Morgen um 6 wieder auf. Möchte noch jemand mit mir tauschen? Ich habe, wie gesagt, den Vorteil, ihr wisst, ich bin Single und kinderlos. Ich habe nur meine beiden Katzen und die können auch alleine bleiben. Ich kann direkt an den Schreibtisch. Das wird sich aber auch irgendwann ändern. Ne? Das ist halt, gehört zum Lehrerberuf dazu. Er ist einerseits sehr familienfreundlich, weil man halt viel früher oft aus der Arbeit rauskommt, als man es bei einem normalen 9 bis 18 Uhr Job quasi hat. Aber man nimmt halt immer Arbeit nach Hause, im schlimmsten Fall, meistens. Und natürlich die Wochenenden, wie gesagt, muss auch oft gearbeitet werden. Und das ist so ein bisschen der Alltag vom Lehrer, genau. Hättest du deinen jüngeren Ich davon abgeraten, Lehrer zu werden? So ein Jein, würde ich sagen. Also meine Schüler haben mich auch schon mehrmals gefragt, sowohl jetzt an der Paula hier, als auch in meiner alten Schule, ob ich es bereut habe, Lehrer geworden zu sein. Und ich antworte dann immer nein, weil ich liebe es, Lehrer zu sein. Ich bin total gerne Lehrerin. Ich liebe es, die Entwicklung von Schülern auch zu sehen, wie sie sich so, wenn man die wirklich von der 7. bis zur 13. Klasse begleitet. Aber das Schulsystem selbst legt einem leider viele Steine in den Weg, die sehr unangenehm sind, die eben ein Ablenken vom Kerngeschäft, die Voraussetzungen sind nicht so optimal oft, ne? Gerade was so technischer Fortschritt angeht. Deswegen, nein, ich würde meinem Inneren ich immer wieder raten, Lehrerin zu werden. Ich habe auch im Studium einige Jobs durchgemacht, um zu gucken, ob das Richtige ist. Und bei den meisten meiner Nebenjobs war so nach einem halben Jahr, hatte ich keine Lust mehr, war die Motivation einfach weg, weil der Job mir überhaupt nicht gefallen hat. Und ich habe auch ein halbes Jahr als Vertretungslehrer gearbeitet, bevor ich nach Berlin zurückkam. Und da hatte ich keinen Tag, wo ich dachte, der Beruf ist doof, sondern das war so, ja, das ist voll mein Beruf, ich liebe es. Also nein, ich würde meinem jüngeren Ich tatsächlich immer wieder raten, Lehrer zu werden. Das ist einer der tollsten Jobs, die es gibt. Aber da muss man halt auch wirklich mit Herzblut dabei sein. Sind die Fächer, die du unterrichtest, beliebt bei den Schülern? Ich finde, das ist immer schwer, sowas zu sagen, weil das ist ja was ganz Individuelles. Du hast Schüler, die mögen total gerne Geschichte, andere hassen es, weil sie tote Menschen, das interessiert mich, was die damals gemacht haben, genauso mit LER. LER wählt man in Brandenburg übrigens auch, das heißt, sie haben die Wahl zwischen LER und Religion. Und ich würde sagen, es ist jetzt kein mega Hassfach bei den meisten, aber eben, das gefällt natürlich auch nicht allen. Es ist halt mit einer Stunde oder zwei Stunden relativ wenig
in der Stundentafel quasi drin und dadurch natürlich jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, man sieht sich viermal die Woche und hat viel Input. In der Oberstufe habe ich 3 Stunden mit den Schülern in Geschichte, das ist natürlich im Grundkurs schon ein bisschen mehr. Aber ich würde sagen, es ist so ein semi-beliebtes Fach und es kommt halt ganz auf die Klasse an, es kommt aber auch stark auf die Lehrkraft an, wer was anderes behauptet. Also ist meine Meinung, es steht und fällt mit dem Lehrer, mit der Lehrkraft und da nehme ich mich selbst auch in die Verantwortung, dass auch ich immer gucken muss, dass ich auch eine Klasse, wo ich vielleicht schon so ein bisschen eingefahren bin und eigentlich mit der nicht so gut klarkomme, mich immer wieder so ein bisschen resette und sage so, ich schaffe das irgendwie mit der Klasse, wir kriegen das hin und so weiter und so fort. Genau. Wie bist du dazu gekommen, dass du Lehrer geworden bist? Harvin, das ist deine Frage und das wird natürlich gesiezt. Nein, Insta, ne, habe ich ja gesagt. Tatsächlich habe ich, und ihr hört jetzt wahrscheinlich Sammy wieder brummen, weil er ist schon wieder, hallo, schon in der Schulzeit so ein bisschen gemerkt, dass ich gerne vorne stehe, bei Vorträgen Sachen erkläre, dass mir das irgendwie liegt, anderen solche Sachen zu erläutern, zu erklären, also so diese pädagogische Rolle quasi in der Schulzeit schon selber einzunehmen. Ich habe in meiner Schulzeit und wie gesagt auch im Studium, aber das war dann eher nebenberuflich, neben dem Studium an sich, aber schon in meiner Schulzeit auch verschiedene Sachen ausprobiert. Also ich war zum Beispiel immer in so künstlerischen Fernwerkstätten in Berlin. Das nannte sich das Wannseeforum. Ich glaube, das gibt es auch noch heute. Kann ich sehr empfehlen für Leute, die halt gerne irgendwie sowas machen. Die sind auch staatlich gefördert und kosten eigentlich auch nicht viel. Zumindest war es damals so. Und da habe ich zum Beispiel so ein bisschen das Videodrehen und Schneiden für mich entdeckt. Ihr wisst jetzt also, warum ich das quasi jetzt so ein bisschen wieder aufgelebt habe. Und habe dann auch tatsächlich ein Praktikum in der, ich glaube, 9. oder 10. Klasse, ich glaube, von der 9. zur 10. in den Sommerferien gemacht, um zu gucken, ob das was für mich ist und habe relativ schnell festgestellt, oh Gott, nee, ich kann nicht die ganze Zeit quasi, es war so das Thema Cutter, also die Videos nur zu schneiden und da habe ich festgestellt, oh Gott, das ist ja schrecklich, wenn ich nur alleine in dem Kabuff sitze vom Computer. Also ich wusste irgendwie, so ein Bürojob ist relativ schnell nichts für mich und es hat sich dann immer mehr in der Oberstufe rauskristallisiert, der Lehrerberuf, der wird's. Und meine Lehrer wussten das dann auch schon und haben mir ganz viele Tipps und Ratschläge gegeben. Ja, und so bin ich eigentlich zum Lehrerberuf gekommen. Welche Klasse ist Ihre Lieblingsstory? Ich weiß jetzt nicht, ob deine Lieblingsstory gemeint ist oder Lieblingsklasse. Ich habe natürlich keine Lieblingsklasse, außer, also sagen wir es mal so. Ich habe Klassen, in die ich sehr, sehr gerne reingehe, weil die Arbeit einfach viel Spaß macht, weil die Schülerschaft sehr nett auch ist, einfach auch eine sehr sympathische Schülerschaft ist. Das wissen die Klassen auch, weil das habe ich denen auch schon gesagt. Und natürlich, ich bin stellvertretende Klassenlehrerin, ich mag meine Klasse natürlich auch ganz besonders, egal wie anstrengend sie manchmal sind. Ja, da ist man quasi voreingenommen, ist wie als Mutter, ist es in der, als Klassenlehrer hat man nochmal eine andere Rolle dazu. Genau. Können Sie Sammy mal mit in die Schule bringen? Nein. Können wir im Unterricht mal ein Make-up, ein Schminktutorial machen? Nein, dafür sind die YouTube-Videos da, Leute. Können wir eine Geschichte mal in Insta-Live machen? Nein. Wer ist Ihr Lieblingskollege oder Kollegin? Ich habe viele Kollegen, mit denen ich sehr gut klarkomme, das wisst ihr auch. Ich möchte hier auch keine direkten Namen nennen, weil das gehört hier einfach nicht rein. Ne? Aber ich glaube, die meisten von euch wissen, dass mit welchen Kolleginnen oder Kollegen ich sehr gut klarkomme. Und ich glaube, den oder die Lieblingskollegin habe ich nicht, sondern ich habe ganz tolle Kollegen, mit denen ich super gern zusammenarbeite. Warum sind Sie Lehrer geworden? Nervt die, wahrscheinlich sollte das Sie heißen, nervt Sie das nicht oft? Das erste habe ich ja schon beantwortet, deswegen komme ich jetzt mal auf das zweite zu sprechen. Nervt mich das nicht oft? Ja, na klar, der Beruf ist anstrengend, keine Frage. Und ich komme aus manchen Klassen raus und denke so, boah, das war so anstrengend und die sind so doof. Und das meine ich dann überhaupt nicht persönlich bezogen, sondern dass in der Stunde irgendwie die Motivation nicht da war oder keiner Bock hatte. Und dann ärgert man sich natürlich einfach. Ne? Das ist so der Gedanke, der dem dahinter steckt. Aber man bekommt halt so viel zurück, dass man das tatsächlich gerne macht. Ja, also ich bin jetzt in meinem 9. Berufsjahr als Lehrerin und ich mache es immer noch sehr, 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 sehr gerne. Und das bleibt auch so, hoffentlich. So, das wären jetzt, glaube ich, erstmal so ein bisschen die Fragen zum Thema Lehrer sein. Dann kommen wir mal auf so ein paar Fragen zum Thema YouTube. So, erste Frage kommt von Dani. Wie und wann hast du deine Liebe zum Make-up und Skincare entdeckt? Also Make-up mochte ich schon. Nee, mochte ich schon immer, ist die falsche Aussage. Ich bin Spätzünder, was Make-up angeht, ehrlich gesagt. Ich habe in der Schulzeit, meine Generation ist auch noch ein bisschen anders, aber ich glaube, ich habe erst so ein bisschen mit Make-up angefangen, als ich in der
9., 10. Klasse war, in der Oberstufe. Und auch da habe ich mich nicht doll geschminkt. Auch im Studium war ich nicht so der kleine Schminki. Und ich meine, ihr kennt mich, ich laufe so auch in der Schule rum, was mein Make-up angeht. Das liebe ich einfach. Ich glaube, wo ich es so richtig stark angefangen habe, vor allem mit dem Augen-Make-up, war tatsächlich durch Corona und die Masken, weil man ja einen Großteil des Gesichtes nicht mehr gesehen hat und die Augen so das zentrale, der zentrale Blick, das zentrale Blickelement wurden. Und irgendwie ich mir dachte, okay, da muss halt der Blick darauf fallen. Und da habe ich tatsächlich so ein bisschen meine Liebe für Make-up entdeckt. Meine Liebe für Skincare habe ich lustigerweise, glaube ich, erst so vor einem Jahr richtig entdeckt. Ich war vorher immer sehr pflegefaul, was so, also ich bin immer noch körperlich pflegefaul, bis ich mich mal eincreme, dann muss man die Haut schon jucken auf dem Körper. Aber im Gesicht inzwischen, wisst ihr ja, bin ich sehr pflegeintensiv. Und das hat so ein bisschen mit den Boxen, die ich hier euch auch immer wieder zeige, zu tun, mit den Adventskalendern. Und ich habe halt meine liebste Anne, Grüße gehen raus, die auch so Pflege, so ein kleiner Pflegenerd dann wurde wie ich und mir Sachen so erzählt hat und probier mal das und chemische Peelings und so weiter. Dadurch bin ich so ein bisschen eigentlich darauf gekommen, das zu machen. Ja. Wo sind wir zeitlich? 21 Minuten. Genau, also so richtig ordentliche Skincare, wie ich sie jetzt mache, mache ich sie, glaube ich, erst seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Genau. Tagesablauf mit Arbeit und Videodreh. Tatsächlich drehe ich unter der Woche aktuell fast gar nicht. Dadurch, dass ich jetzt mir auch Softbox und sowas geholt habe, um die Lichtverhältnisse noch ein bisschen zu verbessern, ist es immer mit Auf- und Abbau verbunden, was dann so am Ende um die 20 Minuten kostet. Und dann muss ich schon richtig motiviert sein, weil irgendwas richtig Cooles angekommen ist, dass ich sage, ich baue jetzt schnell auf und drehe jetzt ein Video. Meistens mache ich es wirklich so, dass ich am Wochenende drehe. Ich mache aktuell am Wochenende noch nicht mehr, weil ich auch immer so müde bin von der Woche. Es schlaucht aktuell alles sehr viel. Ich glaube, euch Schülern geht es ja genauso. Und ich denke, auch den meisten anderen arbeitenden Menschen geht es auch so, dass man schon wieder urlaubsreif ist. Und am Wochenende meistens häufen sich dann so die Videoideen an und dann drehe ich halt auch mal irgendwie 4 Stunden Videos oder 3 Stunden hintereinander weg und habe dann halt 5, 6 Videos zur Auswahl, die ich dann schneiden kann. Und dann versuche ich meistens am Wochenende dann auch das Video für Sonntag sowieso immer zu schneiden. Das muss ich heute auch noch machen. Und dann noch 2 Videos für die Woche, also für Dienstag und Donnerstag, das sind ja meine aktuellen Upload-Tage, hochzuladen. Und dann unter der Woche vielleicht nochmal eben das Video für Sonntag zu drehen. Aber, oder halt, wenn ich es nicht schaffe, unter der Woche noch was zu schneiden, nicht zu drehen. Genau, aber eigentlich versuche ich immer am Wochenende. Dann ist der Sonntag meistens immer so ein bisschen der YouTube-Tag. Dann sitze ich eher am Schreibtisch, weil ich am Computer meistens noch was für die Schule mache. Und dann schneide ich ein Video und während des Renderns mache ich was für die Schule. Und so wechsle ich dann immer hin und her. Dadurch, dass ich unter der Woche halt meistens länger in der Schule bin und dann meistens nicht vor 17:30, 18 Uhr zu Hause bin, setze ich mich dann meistens nicht nochmal vor der Kamera. Genau. Und ich habe dann an dem Tag meistens auch genügend geredet, dass ich keinen Bock mehr habe, von der Kamera noch zu sprechen. Wissen Familie und Freunde, dass du YouTube machst? Von den Freunden wissen es einige, aber nicht alle. Aber so die wichtigsten, sage ich mal, so die mich kennen, wissen das inzwischen. Von meiner Familie weiß es tatsächlich keiner. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass das jetzt hier auch ja wirklich nur ein kleines Hobby ist, auch wirklich hier der Hinweis, ich mache damit kein Geld, Leute, ich habe 200 Abos, wen das mal interessiert, seinen Kanal zu monetarisieren, also Werbung zu schalten, dafür braucht man 1000 Abos und 4000 Stunden Videomaterial. Ich glaube, Videomaterial habe ich jetzt so die Hälfte, aber allein die Abos fehlen halt noch, also bis ich das hier mal irgendwie monetarisieren kann. Wer weiß, ob ich das bis dahin noch mache, aber zeitlich wird das bestimmt noch Minimum ein Jahr dauern, wenn jetzt so ein halbwegs weiterer Anstieg an Followern kommt. Dadurch, dass man so viele Leute hat, die diesen Bereich Beauty auf YouTube machen, ist die Konkurrenz natürlich auch relativ hoch. Ja, genau, deswegen, also die Familie weiß es tatsächlich nicht, weil es erstens so ein kleines Hobby von mir ist und weil, naja, so das Thema so YouTuber, Instagrammer, Influencer eher negativ behaftet ist. Ja, die arbeiten ja nicht und die machen ja nichts. Ich glaube, ich könnte natürlich gut aufklären und mal erzählen, wie lange es so dauert, so ein Video zu schneiden. Weil wie gesagt, also wir sind jetzt schon bei fast einer halben Stunde Videodreh. Ich denke, das wird nachher auf eine Dreiviertelstunde Rohschnitt hinauslaufen und im Bestfall dann eine halbe Stunde
Video, was dann online kommt. Dafür brauche ich etwa die doppelte Zeit meistens zum Schneiden des Videos selbst, also sagen wir mal so 1,5 Stunden. Plus eben Vor- und Nachbereitung. Also für so eine kleine Beautybox vorstellen, das dauert insgesamt vielleicht 1,5 Stunden, das ganze Video fertig zu machen. Das wird jetzt hier vielleicht auf 2 bis 3 Stunden hinauslaufen. Das nimmt schon Zeit weg, also keine Frage. Ich mache aber auch im Schnitt ja nicht so krass viele Sachen, das seht ihr ja auch immer. Genau, und weil das halt so ein bisschen negativ behaftet ist, so ein bisschen von Vorurteilen, habe ich das jetzt noch nicht so groß an die Glocke gehangen. Es ist halt ein Hobby und meine Familie weiß natürlich, dass ich ein totaler Schminkguru bin. Ich darf auch meine Schwester und meine Schwägerin immer zu Weihnachten schminken meistens oder zu Silvester oder sowas und noch so ein bisschen Make-up auftragen. Und dass ich halt so ein kleiner Pflege-Nerd inzwischen bin. Also meine Schwester darf ich auch immer regelmäßig ihre neueste Skincare raussuchen, was sie jetzt braucht und so. Genau, aber tatsächlich, dass ich hier semi-professionell oder das eben als Hobby mache, dass ich YouTube mache, das weiß keiner in der Familie. Und das wird auch, glaube ich, erstmal so bleiben. Genau. Wie geht es Ihnen momentan? Mir geht es semi-gut, würde ich sagen. Meine Schüler wissen ja, und ihr hier auf YouTube auch, ich bin verspätet in die Schule gestartet, weil ich erst Corona und dann diese schlimme Zahn-OP hatte. Und ich merke, dass ich so die Ausuferungen davon immer noch mittrage, dass der Start sehr holprig, sage ich mal, dadurch war. Ne? Ich musste dann von 0 auf 100 plötzlich in die dritte Woche reinstarten und man guckt ja dann, oh Gott, ich habe schon 2 Wochen verloren und ich muss jetzt Sachen aufholen. Ich merke, dass, und das merke ich leider am Essen, dass es gerade bei mir nicht so läuft, mich wieder gesund zu ernähren, dass mein Yoshi, könntest du mal aufhören, am Stativ rumzurattern? Genau, nimm meinen Fuß als Kuschelmöglichkeit. Ich merke ganz stark, dass meine Toleranzgrenze für Stress, das ist das richtige Wort, dass die deutlich niedriger ist als in den Jahren zuvor. Einfach weil ich sehr viel schulisch zu tun habe, bei mir eben auch die Verbeamtung ansteht. Und das sind alles so Zusatzpunkte, die natürlich stressen. Ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 sehe ich mich aktuell so bei einer 6 bis 7. 10 heißt, mir geht es richtig gut und so 6 bis 7. Es gibt Tage, da geht es mir nicht so optimal. Da hilft mir aber auch, Yoshi, du sollst nicht das Stativ berühren. Da hilft mir aber auch tatsächlich der Job und da einfach einen positiven Einklang zu kriegen, euch Schüler zu sehen und so weiter. Und es gibt Tage, da geht es mir richtig gut. Also ne, das ist so der Mix daraus, genau. Wann kommt Merch? Cedric, nein. wie lange machst du das schon? Also wahrscheinlich YouTube jetzt tatsächlich bald seit einem Jahr. Habe ich tatsächlich angefangen, weil ich Adventskalender letztes Jahr für meine Familie gepackt habe und wirklich große und mich dann Leute auf Instagram gefragt haben, ja, kannst du mal zeigen, was du da reinpackst? Ich bin noch so ideenlos und ich dann dachte, okay, ich mache dann halt ein YouTube-Video, weil das ist viel einfacher als hier irgendwie 1000 Slides auf Instagram und das kann man besser abspeichern, kann man sich nochmal angucken und ja, so bin ich dazu gekommen, weil das auch echt Spaß gemacht hat, Videos zu schneiden. Und hier auf YouTube wieder anzufangen. Und ja, ich bin nur mal ein kleiner Beauty-Nerd. Ich mag Pflege, ich mag Make-up. Und wenn ich mir das schon kaufe, kann ich es euch auch zeigen, damit ihr im besten Fall vielleicht noch überlegt, ob ihr euch das auch holt oder nicht. Und wenn die Kamera jetzt hier ständig wackelt, das sind die Katzen, die finden es nämlich wunderbar, am Stativ rumzugehen mit ihren Köpfchen. Und Yoshi, nicht jetzt hier, knattert es dann. Können Sie mal ein Fan-Treffen machen? Nein. Cedric, du siehst mich mehrmals die Woche in der Schule, also bis zu 5 Mal. Wir sehen uns einmal die Woche im Unterricht. Nein. Können Sie mir bitte folgen? Nein. Ich habe euch gesagt auf Insta, ich folge keinen Schülern. Ich weiß nicht, warum Schüler unbedingt Lehrern folgen müssen. Kann ich immer noch nicht verstehen. So, keine Frage, aber finde voll cool, was Sie hier auf Insta und YouTube so machen. Vielen lieben Dank, Josie. Ich finde irgendwie, man muss ja auch trotzdem Hobbys haben und wer sagt, nur wenn man Lehrer ist, kann man sowas nicht machen. Rauchen Sie? Nein, tue ich nicht. Ich habe es als Jugendliche mal probiert, fand es voll eklig und ich habe andere Laster wie Süßigkeiten, weswegen ich so aussehe, wie ich aussehe, brauche ich nicht noch eins, was mir die Lunge kaputt macht. Ich würde euch auch immer empfehlen, tut es überhaupt nicht. Es gibt genügend Sachen, die eure Lunge und euer Immunsystem kaputt machen, da müsst ihr nicht anfangen zu rauchen. Möchte ich Kinder? Ja, möchte ich. Fehlt nur noch der Partner aktuell zu, aber auf jeden Fall. Ich komme aus einer kinderreichen Familie, wir sind 3 Kinder, also ich bin die Jüngste und ja, ich möchte auf jeden Fall auch Kinder. Und die letzte Frage von einer Person, wo ich mich frage, wie nah kommst du mir ran, dass du das riechst? Ihr Parfüm riecht voll gut, welches ist das?
Leute, okay, ich zeige euch mal, was ich aktuell trage und dann ist das Video auch an der Stelle dann beendet. Meine zwei Lieblingsparfüms aktuell sind einmal, das ist auch schon wieder, die sind beide allerdings schon wieder gut aufgebraucht. Das habe ich vor 3 Jahren in London gekauft von Victoria's Secret, das Dream Angel. Das ist ein sehr sanftes Parfüm, also ich glaube, das habt ihr definitiv nicht gerochen, weil es wirklich ein sehr zurückhaltendes ist. Ich habe vor 3 Jahren tatsächlich auch das erste Mal wieder angefangen, Parfüm zu tragen. Und deswegen hatte ich mir das mitgenommen, weil das so ein ganz leichtes. Es ist eher was Richtung süßlich, fruchtig, aber wirklich ganz, ganz sanft. Und was ich durch Beautyboxen entdeckt habe und mir danach gekauft habe, das ist deutlich teurer, obwohl das von Victoria's Secret auch relativ teuer ist. Das ist von Mugler das Goddess Alien Parfüm. Das sieht so aus, das kostet auch ordentlich, aber das riecht auch mega. Das hat auch eher eine süßliche Note und ich liebe das und das habe ich jetzt auch schon. Also so viel ist schon weg, es geht quasi bis hierhin. Genau, das sind so die zwei Parfüms und ich habe dann wie gesagt noch solche Body Mists von Rituals. Die sprühe ich mir meistens auf die Kleidung. Ich kann mir auch Parfüm nicht direkt auf die Haut oder so zum Beispiel ins Dekolleté sprühen, dann kriege ich Ausschlag von. Also ich mache das immer so gerne eher in die Haare. Deswegen, wie gesagt, frage ich mich, warum ihr wusstet, wie ich rieche oder ob das wieder so eine Creepy-Frage war. Einen letzten Part möchte ich noch ansprechen, denn ich hatte auch jetzt in diesem Part nur einen blöden Kommentar, wo gesagt wurde von wegen, ja, kannst du dich mal ordentlich schminken, ich kriege Augenkrebs. Ich mir denke also erstmal, wie du auf dem Foto erkennen konntest, dass ich überhaupt geschminkt bin. Das war so ein düsteres Foto draußen. Aber okay, Leute, auf meinem Kanal, sowohl hier auf YouTube als auch auf Instagram, ist kein Platz für Hate. Wer auf Instagram und auf YouTube so mit Leuten verfeiert, ist selber wahrscheinlich extrem unsicher und hat den Glauben, dass er sich dadurch besser fühlt. Ihr tut mir damit nicht weh, weil ich lösche diesen Kommentar einfach und ich blockiere euch einfach. Und ihr braucht euch auch nicht wundern, ich habe Leute blockiert, die offensichtlich sich irgendwie einen Fake-Account erstellt haben, um mir zu folgen. Weil, ja, wer mir mit seinem echten Account folgen will, kann das gerne tun. Aber hier mit Fake-Accounts wird hier sowieso nichts gemacht. Wenn ihr den Bedarf habt, Hate zu versprühen, macht es in eurem Kopf oder tut euch mal was dafür, dass das nicht sein muss. Weil, also ich glaube, euch selber geht es dann wahrscheinlich nicht gut genug, dass ihr das Bedürfnis habt, anderen irgendwie Hate zu verteilen. Bei mir auf dem Kanal, sowohl hier auf YouTube als auch auf Instagram, hat das nichts zu suchen. Ich blockiere euch, ich reagiere auch gar nicht darauf, um euch überhaupt nicht die Plattform zu geben. Ich sage das jetzt hier einmal, weil es meiner Meinung nach halt ein bisschen traurig ist, dass junge Menschen oder auch Menschen, egal in welchem Alter, offensichtlich versuchen, sich dadurch besser zu fühlen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Make-up und wenn du was hast, wo du sagst, das könnte ich besser machen, dann kannst du das gerne auch genauso formulieren, nämlich als Kritik, als eine konservative vor allem, als eine konstruktive Kritik und nicht, ich krieg Augenkrebs. Ja, Herrgott, dann schalte aus, du bist nicht verpflichtet, mir zu folgen. Es gibt 1000 anderen Insta- und YouTube-Kanäle, denen du gerne folgen kannst. Wenn du, wie gesagt, nur hier bist, um Hate zu versprühen. Da ist die Tür, in dem Fall in meiner Wohnung. Ja, dann geh oder ich blockiere dich und jeden neuen Account, den du erstellst, blockiere ich auch. Ich habe damit überhaupt kein Problem, ganz ehrlich. Muss ich mir nicht antun. Und ich habe es euch auf Instagram und ich sage es auch hier auf YouTube nochmal gesagt, sollte das in irgendeiner Art und Weise einen negativen Weg gehen, dann werde ich die Videos hier auf privat stellen und ich werde meinen Instagram-Account auf privat stellen. Da bin ich total... Also klar, finde ich schade, weil das ist hier echt ein schönes Hobby und es macht mir mega viel Spaß. Sollte das aber halt in eine falsche Richtung gehen, ist das halt die Konsequenz für mich. Und dann seht ihr halt nichts mehr. Ja, und wer hier versucht, mir auf meinem privaten Instagram-Account zu folgen, das haben auch schon 2, 3 versucht. Leute, da steht extra No Students Allowed. Das heißt zu Deutsch, keine Schüler erlaubt. Da kommt ihr nicht rein. Das ist mein privater. Ja, da ist wirklich Privatleben. Richtig, richtig Privatleben. Ich nehme euch auch auf meinem öffentlichen ein bisschen in meinem Privatleben mit. Aber ja, das ist einfach als Info. Punkt. Jo, dementsprechend no hate, spread love, ja, Kinders, wirklich. Also, und das geht an alle, nicht nur an meine Schüler, sondern auch an alle Erwachsenen, die hier irgendwie denken, sie müssten irgendwie blöde Kommentare verteilen. Ja, habe ich bis jetzt kein großes Problem mit gehabt und wie gesagt, das war jetzt ein Kommentar, der so blöd kam und 2, 3, die so ein bisschen weird waren. Nein, meine getragenen Socken werde ich nicht verkaufen, deswegen das dazu. Und an dieser Stelle würde ich das Video jetzt auch beenden, denn ich denke, es ist lang genug.
Wir sind jetzt so bei 45 Minuten Aufnahmezeit und das muss ja auch noch geschnitten werden, damit es nicht zu lang wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo auf meinem Kanal, damit wir weiter schön wachsen. Die 200 Abos sind ja jetzt schon voll. Ich freue mich sehr, sehr doll, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt. Wie gesagt, nicht nur meine Schüler, sondern auch alle anderen, die mir so folgen grundsätzlich. Wenn ihr gerne noch weitere Fragen habt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Wenn es irgendwas gibt, wo ihr sagt, mach mal ein Video dazu, könnt ihr auch gerne reinschreiben. Aber auch hier bitte natürlich konstruktive Sachen. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns ganz, ganz bald zum nächsten Video wieder. Simi möchte euch auch noch Tschüss sagen. Bis dahin verlinke ich euch hier mal meine Playlist mit den Schminkies. Hier geht es zu meinem Kanal zum Stöbern und Abonnieren. Und hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Sammy sagt euch auch Tschüss. Nein, Sammy sagt euch nicht Tschüss. Sammy möchte nicht vor die Kamera. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.